Oh, Baby meldet sich. Hallo ihr Lieben, wir sind on the road. Wir fahren jetzt was essen nämlich. Und ansonsten ist heute noch nicht viel passiert. Meine Mutter war heute Morgen bei mir gewesen. Und wir haben zusammen gefrühstückt. Sie hat den kleinen Baby mal wieder besucht. Baby Boy. Ansonsten kann ich heute noch gar nichts berichten. Gestern habe ich euch ja gesagt, dass wir den Saal uns angeschaut haben. Der war richtig, richtig gut. Also den werden wir sehr wahrscheinlich nehmen. Es gibt aber noch eine Alternative, und zwar bei der Kirche. Da, wo wir die Taufe haben, die ist nämlich in einem anderen Ort. Und hinter der Kirche direkt ist auch so ein Saal, was man sich halt zusätzlich auch mieten kann. Und das ist sogar noch ein ganzes Stückchen weit günstiger. Und da sind dann auch so Sachen dabei wie Geschirr und so weiter, was bei dem anderen Saalbau jetzt nicht der Fall war. Ja, und das werde ich jetzt aber erst, da kriege ich die Termine erst, jetzt nach den ganzen Faschingsgeschichten. Also ich muss noch gut eine Woche warten, dass ich da dann Bescheid weiß. Das wäre natürlich ideal, weil man wäre in der Kirche, würde rausgehen und direkt ins nächste Gebäude reingehen. Da müsste man halt nicht rumfahren oder so. Das wäre halt mega genial. Joa, also noch keine finale Entscheidung, aber der Saal war auf jeden Fall schon mal gut. Das wäre dann die Alternative, was wir dann buchen würden. Genau. Ansonsten zeige ich euch auf jeden Fall gleich das Essen. Wir gehen fahren gerade zu Fletcher's Burger. Oh, lecker. So, so, so gut. Und vielleicht danach sogar noch Waffeln essen. Mal sehen. Also, gleich werdet ihr lecker, lecker essen. So, Essen ist da. Einmal Süßkartoffelpommes und einen leckeren Burger. Oh mein Gott, das sieht so gut aus. Das ist der Cheeseburger mit extra Röstizwiebeln. Ja, ich würde sagen, wir lassen es jetzt mal schmecken. So, wir sind jetzt hier im Waffelhaus und wir geben uns heute richtig. Schaut euch das mal bitte an. Das ist doch absoluter Foodporn, oder? Der absolute Hammer. Ja, wir sind hier im Waffelhaus. Frankfurt-Bornheim. In Frankfurt-Bornheim. Richtig, richtig, richtig lecker sieht das aus. Ich esse das zum allerersten Mal. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ja, ich würde sagen, wir lassen uns jetzt mal richtig gut gehen. Da hinten ist das Waffelhaus. Hier wirklich mitten auf der Berger Straße. Das ist in Bornheim. Ach Gott. Wir sind sowas von voll. Das gibt's überhaupt gar nicht. Voller, voller geht's nicht mehr. Jetzt geht's schnell ab nach Hause zum Auto. Jetzt geht's schnell ab nach Hause. Erstmal zum Auto, dann ab nach Hause. Oh, es ist laut. Weil dann kommen ein paar Mädels und wir genießen noch den restlichen Tag. Wir sind sowas von voll gegessen. Das ist schon voll gefressen. Man muss es leider Gottes echt so sagen. Heftig. Aber es war super lecker. Njam, njam, njam. So ein Fresstag muss ja auch mal sein. Jop. Und jetzt geht's ab nach Hause. Und der Kleine ist die ganze Zeit leise, hat nicht einmal geschrien. Halleluja. Wenigstens das. Zwar die letzte Zeit immer mal wieder zu Hause gemeckert, aber wenn wir unterwegs sind, ist er super, super lieb. Gott sei Dank. Hallo ihr Lieben, ich melde mich mal wieder. Der Kleine liegt gerade in seiner Wippe. Ja. Die Hebamme war gerade da gewesen. Alles super. Er hat schon wieder zugenommen. 2000, das wäre es ja, gell? 250 Gramm hat er zugenommen. Also er wiegt jetzt 4250. Genau. Und ansonsten ist auch alles Roger mit ihm. Wir haben jetzt heute auch mal ein bisschen Beikost besprochen. Das fängt ja dann irgendwann die nächsten Monate an. Klar, hat noch Zeit auf jeden Fall. Aber wir haben es schon mal so ein bisschen besprochen. Und heute ist der Kleine übrigens genau 4 Wochen alt. Also er ist genau vor 4 Wochen auf die Welt gekommen. Es ist unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Ich weiß, das ist so ein Standardspruch, was jeder sagt, aber das ist wirklich krass. Also, Hammer. Auf der einen Seite habe ich das Gefühl, er ist schon seit Monaten bei uns, weil man ist schon so da drinne, dass man das total sich extrem logischerweise dran. Man gewöhnt sich ja so schnell an so einen kleinen Fratz im Alltag. Deswegen habe ich das Gefühl, auf einer Seite, dass er total lange schon bei uns ist, aber auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, bin gestern aus dem Krankenhaus rausgekommen oder so. Also das ist echt heftig, wie schnell die letzten 4 Wochen vergangen sind und wie er jetzt auch schon gewachsen ist und zugenommen hat und überhaupt. Also ach, kleiner Engel. Ja, gestern war ich ja mit meiner Schwester unterwegs gewesen und abends sind dann noch mal ein paar Freunde gekommen zu ihr. Wir haben einfach zusammen... Ach, du bist so leidlich heute, gell? Ja, ja. Wenn ich bei ihm sitze und sein Händchen halte, dann ist alles Roger. Und sobald ich weggehe, ist nicht alles Roger.
ist momentan in so einer komischen Phase, gell? Ja, ja, Körpernähe heute, also momentan so seit 3-4 Tagen, ich glaube, ich habe es schon mal angesprochen, total Körpernähe, Körpernähe, Körpernähe. Ja, da waren einfach noch mal ein paar Mädels da gewesen, wir haben einfach gequatscht, die haben wir schon wirklich seit einem halben Jahr nicht mehr gesehen gehabt, ganz gechillt. Und als ich dann abends nach Hause gekommen bin mit dem Kleinen, hat dieser schöne Strauß auf mich gewartet. Total süß, hat mein Freund mir geholt. Ich finde den so hübsch. Ich finde den richtig, 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 richtig schön. Und ja, ich habe gemeint, Valentinstag ist doch noch gar nicht. Und er hat gesagt, nee, ist nicht zum Valentinstag. Ist einfach so, weil du eine tolle Freundin und eine tolle Mama bist. Voll süß, ja. Ich liebe es. Ja, und ich wollte euch ganz kurz noch was zeigen, weil ich habe das nur auf Instagram gemacht und dachte mir, ich zeige es euch aber auch jetzt nochmal hier auf YouTube. Und zwar von Daniel Wellington. Die haben wieder eine Aktion gemacht. Die wollte ich euch jetzt natürlich nicht vorenthalten. Ich gehe mal wieder zum Kleinen. Hallo, hallo. Das muss ich euch mal zeigen. Der greift so fest meine Hand und drückt die sich richtig an die Backe ran. Oh, Baby. Ich werde den gleich rausnehmen, ist nicht mehr. Ich merke schon, der ist gerade richtig. Zu Daniel Wellington nur 2-3 Sätze. Daniel Wellington hat momentan wieder eine Aktion. Und zwar bekommt ihr auf alle Geschenkesets, die es dort auf der Seite gibt, 10% von Daniel Wellington an sich. Und wenn ihr meinen Code benutzt, dann bekommt ihr nochmal zusätzlich 15% auf alles. Also mega, das heißt, man hat insgesamt 25% gespart. Und dann gibt es noch ein kleines Goodie, das finde ich richtig, richtig nice. Und zwar, wenn man sich solche Lederarmbänder aussucht, also es gibt ja verschiedene Armbänder, wenn man sich etwas aus Leder aussucht, dann bekommt man hier so einen kleinen Herzstecker. Ich hoffe, man kann das gut erkennen. Man kriegt so einen kleinen Herzstecker gratis dazu und auf dem steht, und ich weiß nicht, ob ihr das jetzt erkennen könnt, da steht Love drauf. Ja. Das gibt es gerade dazu. Ich finde das so süß. Ich glaube, man erkennt es jetzt gerade nicht richtig. Also schaut gerne mal bei mir auf Instagram vorbei. Das habe ich dann oder werde ich gleich posten. Ich finde das so süß. Das ist so ein kleines Detail, was man so nicht kaufen kann. Also das gibt es wirklich jetzt zu Valentinstag, die Aktion. Und die gibt es jetzt nicht, dass man sagen kann, ach, ich kaufe mir das irgendwie in 2-3 Monaten mal. Das ist wirklich jetzt nur zum Valentinstag, die Aktion. Und ich habe mir diesmal auch so eine kleinere mal ausgesucht. Ich habe ja normalerweise immer ein bisschen größere. Es gibt 28 cm, also der Durchmesser von so einer Uhr. Und dann nochmal 32. Ich habe bis jetzt immer die 32 genommen. Das erste Mal so eine kleinere. Und ich fand die, als sie angekommen ist, dachte ich mir so, oh, die ist schon klein. Das ist irgendwie nicht so meins. Aber jetzt, wo ich sie so trage, finde ich die total nice. Die ist so richtig ladylike. Und auch gerade so, das ist so eine Uhr, finde ich. Die ist so, die kann man zu schönen Abendkleider anziehen. Aber auch so im sportlichen Bereich, also jetzt nicht zu einem Sportanzug, jetzt nicht unbedingt, aber einfach so Jeans, Pulli, Casual Look einfach. Ich finde das richtig schön, gerade weil die ist ja, ich habe mir jetzt so eine ausgesucht, die komplett schwarz ist. Es gibt auch eine, die mit dem, die das Ziffernblatt hinten eben weiß hat, aber die hier ist einfach komplett schwarz. Und dann drumherum einfach das Rose Gold und dann dieses Herz, dieser Anstecker hier, der ist eben auch in Rose Gold. Das finde ich richtig, richtig nice. Es sieht super, super schön aus. Ich bin verliebt. Naja, ich wollte es euch auf jeden Fall nur hier auch kurz gezeigt haben, weil das ist ja so Standard. Man hört es momentan wieder von ganz vielen auf Instagram und so weiter und so fort. Aber ich kriege von ganz vielen meinen Zuschauern auch immer geschrieben, dass sie gar kein Instagram haben, weil ich oft sage, ja, schaut mal auf Instagram vorbei und dann kriege ich voll oft geschrieben, ich habe gar kein Instagram und deswegen für die Leute, die kein Instagram haben und nur rein meine YouTube-Videos schauen, dass euch dieser Code nicht entgeht, weil 25% und dann auch noch dieser Stecker gratis, ich würde sagen, das lohnt sich. So, Baby, jetzt hole ich dich mal raus und dann kuscheln wir mal eine Runde auf der Couch, oder? Sind wir nämlich soweit fertig. Er hat nämlich, bevor die Hebamme gekommen ist, war er relativ leise und hat so vor sich hingeschaut und rausgeschaut aus dem Fenster. Und da konnte ich dann schon vieles erledigen. Oh, oh, oh. Okay, ich würde sagen, ich melde mich später wieder bei euch. Ganz kurz, zwei Sachen wollte ich euch noch schnell zeigen. Der Kleine ist jetzt nämlich auf einmal wieder total ruhig. Ich habe ihn jetzt auf die Couch gelegt. ich habe gestern von Rossmann das hier zugeschickt bekommen. Und zwar ist das von Tranquil Moon eine neue Duschcreme. Riecht auf jeden Fall richtig, richtig lecker. Nach Cookies, also es ist auf Warm Cookie, heißt es ja. Und ich muss sagen, als sie gekommen ist und ich mir das angeschaut habe, habe ich mir gedacht so, oh je, das ist bestimmt nicht so meins. Weil ich mag das auch nicht, wenn Sachen zu krass nach, ja, Gebäck riechen oder auch Schokolade oder sowas. Das ist einfach nicht meins. Aber das hier riecht so richtig
angenehm. Wirklich nur so, wie wenn man irgendwo reinkommt und es riecht so leicht nach frisch gebackenem Plätzchen. Aber so ganz leicht, nicht extrem. Deswegen das auf jeden Fall als kleine Empfehlung. Dann habe ich die Glossy Box zugeschickt bekommen und ich muss schauen, ob ich die nächsten Tage endlich mal zum Drehen komme. Ihr schreibt mich so viel an, wo mein Geburtsbericht bleibt. Ich weiß. Shame on me. Ich weiß auch nicht. Jeder Tag vergeht irgendwie. Die letzten Tage ist ja auch sehr quengelig gewesen. Wir haben viel unternommen, waren viel unterwegs. Dann hat es ja, die letzten Wochen haben wir uns ja viel mit Auto beschäftigt und auch mit vielen anderen Sachen, die wirklich so hinter den Kulissen laufen, wo ihr noch nicht wirklich was von wisst. Und ich weiß auch nicht, also ständig ist irgendwas und ich komme nicht wirklich zum Drehen. Das ist ein bisschen blöd, ich weiß. Aber ich versuche oder gebe mein Bestes, dass es sich wieder ändert, dass ich richtige Videos drehe. Also Vlogs drehe ich ja schon, aber halt richtige Videos. Und deswegen schaue ich mal die nächsten Tage, ob ich zum Drehen komme. Wenn nicht, dann werde ich euch die Glossy Box wieder in einem Vlog vorstellen. So sieht die nämlich diesmal aus. Wolke 7 heißt die und die sieht so schön aus. Die ist richtig, richtig nice. Also die möchte ich euch auf jeden Fall zeigen. Wie gesagt, entweder in den nächsten Vlogs dann oder wenn ich dazu komme, ein richtiges Video zu drehen, dann auch ein richtiges Video. Und was ich euch auch unbedingt zeigen wollte, es gibt momentan beim Aldi so richtig schöne Fotobücher. Total oldschool, ich weiß. Auf irgendeine Art und Weise. Die gab es für verschiedene Anlässe, unter anderem auch für den Hochzeitsbereich. Und dann gab es hier so einen Babybereich, halt eben richtig, richtig schön. Und ich habe ja ganz viele Fotos ausgedruckt und habe die jetzt schon mal angefangen einzusortieren. Ein Buch habe ich schon mal fertig. Und zwar habe ich da jetzt einmal meine komplette Schwangerschaft drin, also die ganzen Bilder von den ganzen Monaten, unter anderem auch die ich hier an der Wand drin hatte, die sind jetzt alle weg. Dann habe ich die Geburt, also die ersten Bilder, wo meine Schwester ja fotografiert hat, als der Kleine da war, als er dann auf mir lag und so weiter, da haben wir ja wunderschöne Fotos. Als er wirklich gerade ja geboren wurde und auf mich gelegt wurde oder als er gerade ja das erste Mal vermessen wurde und sowas, wurde alles fotografiert und das habe ich jetzt in diesem Buch hier drin. Und auch die ganzen Fotos von den 2-3 Tagen, die wir im Krankenhaus waren, die sind auch alle hier drin. Genau. Und das zweite Buch habe ich dafür dann gekauft, um die ersten Fotos reinzumachen von den ersten 2-3 Wochen, die wir so fotografiert hatten, hier zu Hause halt eben. Und ja, einfach als Erinnerung. Klar, man hat immer viel alles digital, aber ich muss sagen, ich weiß auch nicht, ich habe das die letzte Zeit sehr, sehr gerne gehabt, das auch wirklich in den Händen zu halten. Ich finde es einfach so viel schöner. Und ja, ich hatte ja bei Lalalab, das hatte ich euch ja schon mal gesagt, bestellt und die Fotos sind einfach echt schön. Die haben so eine tolle Qualität. Ich habe ja einmal entweder diese Polaroid-Fotos gehabt oder eben auch diese normalen Fotos hier. Zum Beispiel vom Shooting, oder was heißt Shooting, es war ja kein richtiges Shooting, aber wo wir draußen fotografiert haben oder tatsächlich jedes Fotoshooting. Ja, mega Qualität und ich habe auch immer noch, bin ich der Meinung, einen Gutscheincode, also schaut gerne mal in der Infobox vorbei. Ich habe meinen eigenen Gutscheincode tatsächlich genutzt, um die Sachen zu bestellen. Das war keine Kooperation, dass ich da irgendwie mir was aussuchen oder bestellen durfte, sondern ich habe meinen eigenen Gutscheincode einfach genutzt von den letzten Aktionen, die ich mit denen sozusagen hatte. Genau. Und ja, mittlerweile, die Fotowand ist leer. Die habe ich jetzt alle praktisch einsortiert. Joa. Ich muss mal gucken, was ich jetzt mit dieser Wand mache. Ich möchte sie eigentlich gar nicht mehr zu sehr vollstopfen. Ich habe überlegt, ob ich da vielleicht gar nicht großartig Fotos dran mache, sondern vielleicht nur mal den Schriftzug Lias und mit Fotos eher dann an dieser Wand arbeite, weil ich möchte hier auf jeden Fall das noch erweitern, weil ich hatte ja hier drunter eigentlich eine kleinere Couch und das hat dann auch alles gepasst. Aber mittlerweile geht die Couch ja viel weiter und hier ist noch genug Platz, wo man dann eben was aufhängen kann. Und deswegen hatte ich ja auch beim IKEA nochmal Bilderrahmen geholt. Zwar nur 2 Stück, aber ich werde demnächst auch noch mal zu Mömax und so weiter fahren. Mömax hat, finde ich persönlich, die schönsten Bilderrahmen und ich glaube 80%, wenn nicht noch mehr, sind auch alle von Mömax, die ich da so an der Wand dran habe. Und dann habe ich hinter mir jetzt an dieser Säule, ich zeige es euch jetzt einfach mal, ich werde das jetzt auch nicht irgendwie verpixeln. So, ich werde da aber nicht großartig drauf halten die nächste Zeit. Also hier habe ich 2 Bilderrahmen gekauft beim IKEA und 2 Fotos vom Fotoshooting drauf gemacht. Die sind auch nur, die sind nicht mal richtig schwarz-weiß, sondern so ein bisschen
wie heißen diese Farbe? So ein bisschen braunstichig. Und da habe ich 2 Stück jetzt dran gehängt. Also haben wir da auch schon mal 2 schöne Fotos. Und ja, weil jemand gesagt hatte mal, wenn du die Fotos aufhängst, dann musst du ja die Fotos ständig verpixeln. Also das werde ich jetzt nicht machen. Wenn ich im Vorbeigehen mal hinten, dass man da so das Bild sieht, dann ist das halt so. Das werde ich jetzt nicht jedes Mal ständig verpixeln. Und ja. Mittlerweile sieht der ja auch ganz anders aus. Dennoch werde ich, wenn jetzt jemand sagt, das ist total unlogisch, was ich gerade mache, wie gesagt, das sieht man einfach nur im Hintergrund. Damit kann nicht irgendwie großartig was angefangen werden, als wenn ich jetzt ein Foto richtig auf Instagram poste oder ihn in Videos richtig live zeige. Ich finde, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Deswegen, falls jetzt irgendjemand sagt, hä, was machst du denn jetzt? Wieso zeigst du den auf einmal so von weit entfernt? Ist überhaupt nicht dramatisch, alles cool. Ja, das ist so das, was ich an Updates habe. Sonst ist gar nichts passiert die letzten Tage. Der Trockner ist ja gekommen. Ist gerade auch schon fleißig im Gebrauch. Ja, Waschmaschinen und Trockner laufen gerade unten. Das ist so herrlich, weil gerade in dieser kleinen Wohnung, und ich hatte ja dann immer hier den Wäscheständer stehen gehabt, das ist einfach, das ist zu krass. Das ist einfach viel zu wenig Platz. Als ich hier alleine war, hat es mich überhaupt nicht gestört, aber mit meinem Freund zusammen ist es schon ein bisschen nervig, vor allen Dingen, weil hier auch der Durchgang eben ja, zur Küche dann halt eben immer ist und total gestört hat. Und jetzt, wo der Kleine da ist, sowieso. Es ist einfach ein absolutes Spuckbaby. Ich komme mit dem Waschen von den Mulltüchern überhaupt nicht hinterher. Also ich werde mir auf jeden Fall noch mal ein paar zulegen. Und deswegen ist es richtig nice. Also waschen, trocknen, fertig. Das ist so, so, so genial. Deswegen, ich bin sehr froh, dass wir jetzt diesen tollen Trockner haben. Der sieht auch mega abgespaced aus irgendwie. Also total der neueste Knitschknatsch. Der leuchtet irgendwie von innen und überhaupt. Der ist richtig, 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 also wirklich sehr, sehr, sehr schön. Ja, ich bin da auf jeden Fall ein glückliches Mädel, einen Trockner zu haben. Das ist einfach so eine Erleichterung. Viele haben ja geschrieben, ah, es ist so eine Stromverschwendung und so weiter und so fort. Ja, da habt ihr recht. Also ein Trockner ist eine... Was heißt Stromverschwendung, ist jetzt so eine Ansichtssache, gell? Muss man mal sagen. Auf der einen Seite, klar, Trockner verbrauchen unheimlich viel Strom. Unheimlich viel, gar keine Frage. Das ist gar keine Diskussionsbasis. Allerdings muss ich sagen, man muss halt gucken, was es einem wert ist. Die ganzen Flatscreens zum Beispiel, die ganzen TVs, die verbrauchen auch unheimlich viel Strom. Vor allen Dingen ist es ja manchmal, also ich erwische mich manchmal, dass ich morgens hier so Frühstückfernseher anmache und der Fernseher einfach so nebenbei die ganze Zeit läuft und dann wirklich nachmittags und dann abends noch ein Film und manchmal vergisst man den auszuschalten und dann ist er sogar irgendwie nachts an. Also es kommt manchmal vor, dass dieser Fernseher 24 Stunden an ist, total krank. Deswegen das... ist auch so ein Stromfresser letzten Endes. Also ich versuche schon zu schauen, dass ich nicht allzu viel Strom verschwende, dass ich die Lichter immer ausmache oder Geräte nicht dauerhaft eingesteckt sind. Ich habe eigentlich überall die Steckdosen immer draußen, gerade in der Küche und so weiter und so fort. Aber es gibt manche Sachen, wie zum Beispiel Trockner, wo ich weiß, die sind extrem eine Stromfresser, aber es ist es mir wert. Das ist mir wirklich wert, dass ich Ende des Jahres keine Ahnung wie viel Euro mehr zahle, weil es einfach so eine Erleichterung ist in dieser kleinen Wohnung, muss ich wirklich dazu sagen. Und ich werde den Trockner natürlich im Sommer nicht nutzen, es sei denn, es ist irgendwas, was man ganz schnell braucht, weil ich habe ja hier Gott sei Dank den Garten und sobald es wieder ein bisschen, sobald es wärmer wird und die Sonne scheint, mache ich die Wäsche natürlich raus, weil die dann auch in 2 Stunden trocken ist. Also der Trockner wird ja jetzt nicht das ganze Jahr über benutzt. Aber gerade jetzt zu den kälteren Jahreszeiten mit so einem kleinen Baby ist es einfach viel, 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 viel besser. Vor allen Dingen, weil die Klamotten durch dieses kalkhaltige Wasser bei uns in Frankfurt, wirklich die Klamotten sind irgendwann logischerweise nach keine Ahnung wie viel Mal waschen einfach nicht mehr so weich, wie sie waren, als man sie gekauft hat. Und ich glaube, den Trockner werde ich selbst im Sommer weiterhin für Babyklamotten oder Babysachen verwenden und auch, was ich richtig genial finde, für Handtücher, für Bettwäsche, alles, jeder, der einen Trockner hat, weiß, dass es einfach ganz anders aus der Maschine rauskommt. Das ist viel weicher alles und als jetzt wirklich, wenn man es nur per Luft trocknen lässt. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Und ich finde, das ist ein absolutes Luxusobjekt. Definitiv, weil ein Trockner ist teuer in der Anschaffung und sehr teuer auch
generell in den Fixkosten, weil, wie gerade schon gesagt, also Ende des Jahres kommt definitiv eine Nachzahlung, hundertprozentig. Gerade jetzt mit dem Trockner und mit dem ganzen Wäschewaschen auf jeden Fall. Aber man muss halt für sich selber, letzten Endes jeder für sich selber entscheiden, ob es einem das wert ist oder eben nicht. Und mir ist es definitiv wert, kann ich ganz, ganz, ganz klar sagen. Deswegen, aber jeder muss es für sich selber entscheiden. Genau, so viel dazu, weil ich habe wirklich viele Kommentare von euch bekommen, als ich gesagt habe, wir schaffen uns einen Trockner an. Da ist es in den Kommentaren rund gegangen, das ist ein Stromfresser und dann die anderen lieben es, die anderen sagen, nein, das geht gar nicht, das ist ein totaler Stromfresser, man zahlt sich dumm und dämlich und so weiter und so fort. Und die anderen, es gibt genauso viele, die geschrieben haben, sie möchten einen Trockner überhaupt nicht mehr missen, gerade von den Mamas von euch da draußen. Also, so, genug gequatscht mal wieder. Unglaublich, dass er jetzt so ruhig ist. Halleluja. Dann werde ich versuchen, gleich mal ganz schnell ein Video zu schneiden. Denn gestern ist kein Vlog online gegangen und heute auch noch nicht. Ich kam einfach nicht dazu. Ich habe momentan wirklich, das glaubt ihr gar nicht, extrem viel zu tun, was die Taufe angeht. Ich telefoniere mich dumm und dämlich. Also selbst gestern früh war ja meine Mutter zum Frühstücken da. Ich musste wirklich, währenddessen sie da war, so viele Sachen anrufen. Also zu einem Beispiel zum Beispiel. Ein Beispiel zum Beispiel, super. Ich muss extrem viel beim Standesamt noch beantragen. Ich brauche eine extra Geburtsurkunde, die extra für Taufen ausgelegt ist. Oder beispielsweise, ich möchte den Lias taufen lassen in einer Kirche, die in der Nähe von meiner Mutter ist. Also 10 Minuten von hier entfernt. In dieser Kirche hatte ich eben auch meine letzten Sachen, wie zum Beispiel Kommunion und Firmung und so weiter. Und das ist aber ein Ort weiter, auch wenn es nur 5 Minuten von hier entfernt ist. Das heißt, ich muss in meiner Gemeinde, in meiner Ortschaft hier beantragen, eine Entlassung beantragen, genau, dass sie ihn hier aus diesem Stadtgebiet entlassen und ich ihn in einem anderen Stadtteil oder Stadtgebiet dann taufen lasse. Totaler Schwachsinn. Es gibt so Sachen, die wusste ich überhaupt gar nicht. Und ja, ist auf jeden Fall gut, 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 was zu tun. Ich weiß gar nicht, ob ich es euch jetzt mittlerweile gesagt habe, aber wir haben jetzt safe die Gästeliste aufgestellt und geschlossen. Es wird keiner mehr dazukommen, es ist einfach zu viel. Wir sind jetzt bei 130 Leuten und 130 Leute sind schon echt für eine Taufe, das ist schon ordentlich. Wenn ich jetzt in Kroatien, Bosnien oder sowas wäre oder auch bei meinem Freund in seinem Land, dann wäre das gar nichts, das wäre Pipifax. Aber in Deutschland solche großen Taufen zu feiern, ist definitiv nicht normal. Das ist einfach extrem groß. Als ich bei der Kirche, hatte ich gestern telefoniert gehabt nochmal, wegen einem Raum, der hinter der Kirche ist, ob wir den vielleicht nämlich bekommen könnten, das wäre halt praktisch. Von der Kirche, von der Taufe direkt in den Raum, muss man einfach nur rüberlaufen und nicht erst nochmal in den anderen Stadtteil zu diesem Saalbau fahren. Das wäre halt mega. Und da hatte sie mich gefragt, ja, wie viele Gäste sind sie denn? Wir haben verschiedene Räume. Und da habe ich gesagt, ja, 130, sagt sie, oh wow, das ist eine Hausnummer. Hat sie gesagt, man müsste den größten Raum, den sie haben, und den kleiner bis mittleren zusammenlegen. Das gibt Wände, die man hochziehen kann. Und dann hätte man sozusagen die größtmögliche Kapazität. Und da passen dann auch 130 Leute rein. Aber mehr sollten es nicht werden, hatte sie mich freundlicherweise gebeten. Ja, da merkt man schon, dass es wahrscheinlich nicht so üblich ist, dass es nicht so häufig vorkommt. Ja, also wir werden sehen. Wir waren ja jetzt vor ein paar Monaten schon mal auf einer Taufe von dem besten Freund von meinem Freund, der ja auch der Taufpate vom Lias wird. Da waren es so, ich glaube, 40 Gäste ungefähr gewesen und es war total ausreichend. Also man hatte alles im Überblick. Es waren schon viele Leute gewesen, aber es war alles im Überblick. Man konnte sich mit jedem unterhalten, also es war super gewesen. Und jetzt am Sonntag zum Beispiel, also jetzt am Samstag werden wir uns diesen Raum anschauen, der hinter der Kirche ist. Ich habe den nicht mehr so in Erinnerung, das ist jetzt schon viele Jahre her, dass ich Firmungen und Co. hatte. Deswegen schaue ich mir den Raum nochmal an oder wir, mein Freund und ich, uns morgen früh zusammen am Samstag. Die haben von 9 bis um 12 da offen vom Hausmeister her und da können wir uns den Raum anschauen gehen. Und am Sonntag sind wir auf einer Taufe eingeladen und zwar eine eritreische Taufe. Also das ist von meinem Freund seine Seite eine gute, ich weiß jetzt gar nicht, ob es eine Bekannte ist oder auf jeden Fall eine langjährige Bekannte, Verwandte, wie auch immer, die schon sehr in der Familie integriert ist und die hat eben ein Baby bekommen und die feiern jetzt am Sonntag die Taufe und zwar tatsächlich kulturell halt
also wirklich so auf eritreischer Seite, wie wird das alles eben gefeiert. Und die sind auch kein Mischpaar, sondern die sind wirklich, sie und ihr Partner sind beide aus Eritrea. Das heißt, wir werden mal, oder ich werde mal eine richtige eritreische Taufe sehen. Mein Freund war auch noch nie auf einer eritreischen Taufe. Deswegen, da werden wir uns mal ein paar Sachen anschauen, wie die das machen und so weiter. Weil wir haben jetzt so eine italienische, portugiesische Taufe gesehen. Ich kenne die ganzen kroatischen Taufen und so weiter. Und jetzt werden wir mal eine eritreische Taufe sehen und dann werden wir mal schauen, was wir uns davon abgucken oder was wir auf gar keinen Fall haben wollen. Weil bei denen wird es natürlich sehr, sehr groß werden. Also da sind über 200 Gäste geplant. So viel sollte es ja bei uns auch werden. Und ich habe das Ganze ja dann gedrosselt, weil ich gesagt habe, das ist mir einfach zu viel. Das geht gar nicht. Ja, aber jetzt am Sonntag, heute ist ja Freitag, ich bin sehr gespannt auf die Taufe, muss ich sagen, wie krass das sein wird, welche Ausmaße das annehmen wird und so weiter, ob es wirklich bei den 200 Gästen bleibt oder ob da noch mehr dann kommen, diese ganzen, man kennt es ja, die Leute, die nicht eingeladen sind und die einfach kommen oder die Leute, die eingeladen sind und irgendwen mitbringen oder mehrere Leute mitbringen, ja, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Gerade weil ich selber in der Planung von der Taufe stecke, ist es dann sehr angenehm, auf Taufen zu gehen, um sich das alles mal anzuschauen. Ja, wir werden sehen. Ich werde auf jeden Fall berichten. Und für den heutigen Tag, glaube ich, habe ich gar nicht großartig mal euch irgendwas zu zeigen, erzählen, weil heute bin ich tatsächlich den ganzen Tag zu Hause. Ich muss einiges an Papierkram erledigen, machen, tun und Videos schneiden, ganz, ganz dringend. Und ich hoffe, der Kleine lässt mich ein bisschen. Oh, der wacht gerade schon wieder ein bisschen auf. Aber ich mache das ja immer so, dass er bei mir im Arm liegt. Und wenn er dann, also ich beschäftige mich mit ihm, quatsch mit ihm, entertain ihn. Und wenn er dann irgendwann ein bisschen müde wird und einschläft, entweder lasse ich ihn bei mir schlafen, einfach auf der Brust oder im Arm. Und bin dann einfach nebenbei am Video schneiden. Oder ich lege ihn neben mich hier in dieses Stillkissen und da schläft er sehr gerne drin. Oder mittlerweile schläft er, Halleluja, in seinem Bett. Seitdem wir das vom Bett weggezogen haben und an der Wand steht, haben wir den öfter mal reingelegt. Ich habe auch das Babyphone angeschalten und jetzt werden einige denken, warum dann Babyphone zur Hölle Babyphone in der Zwei-Zimmer-Wohnung. Ich sage euch auch warum. Wenn ich hier auf der Couch sitze und gerade am Videoschneiden bin und da mein Papierkram um mich herum habe und ihn dann höre, dass er irgendwas macht, dann ist es für mich sehr angenehm. Ich habe hier das Babyphone da stehen auf der Fensterbank. Dann ist es für mich sehr angenehm, nur zu schauen, quengelt er gerade, weil er einfach nur sich kurz irgendwie seinen Kopf gedreht hat oder quengelt er, weil er wach geworden ist, quengelt er, weil er seinen Schnuller verloren hat, quengelt er, wie auch immer. Und es ist für mich auch nochmal so eine, ich schaue auch ganz gerne, ob er sich sein Spucklätzchen oder die Mulltücher irgendwie über den Kopf gezogen hat. Da schaue ich auch ganz gerne. Weil das Ding ist einfach, er ist ein Spuckbaby und ich kann nicht jeden Tag, mehrmals am Tag, ihn komplett umziehen und komplettes Bett wechseln. Deswegen lege ich ganz gerne, wenn er zum Beispiel auf der Seite liegt, ihm ein Spucktuch hier drunter oder er hat seine Lätzchen an, aber er ist ein Baby, was sehr, sehr viel mit den Händen macht. Er ist sehr viel am Hände machen, gerade wenn er kurz wach wird, dann macht er rum und greift sich am Gesicht rum und dann kann es halt mal passieren, dass er hochgreift und sein Lätzchen nimmt und sich das schon fast über den Mund zieht. Ja, und da habe ich dann immer gerne ein Auge drauf. Genau. Es ist bis jetzt noch nichts irgendwie, also es ist nichts irgendwie Großartiges gewesen. Es war auch noch nicht der Fall, dass er irgendwas komplett auf dem Gesicht oder sowas hatte. Aber er zieht es immer ganz gerne hoch und dann ist seine Backe oder so bedeckt und dann ziehe ich das wieder runter. Ja, und so sehe ich das dann halt über das Babyphone, was er da gerade macht, ob er irgendwas hochgezogen hat oder, anstatt dass ich alle 5 Minuten ins Schlafzimmer laufe und dann schaue, ob alles in Ordnung ist. Das macht einen total kirre. Das habe ich nämlich schon am Anfang gemacht. Ja, oder die letzten Tage habe ich das sehr oft gemacht. Ja, weil die letzten Wochen hat er immer irgendwo neben mir, bei mir gelegen und da habe ich ihn ja direkt im Blick. Aber wenn er dann ein Zimmer weiter ist und es ist dann scheißegal, ob es eine Zwei-Zimmer- oder eine Zehn-Zimmer-Wohnung ist, wenn er einfach in einem anderen Raum ist und man einfach nicht den genauen Blick auf ihn hat und nicht genau sieht, warum quengelt der jetzt gerade, dann läuft man logischerweise dahin und guckt. Und so sehe ich das halt über das Babyphone, dann schaue ich und meistens ist es nur ein ganz kurzes und dann dreht er sich und schläft weiter. Manchmal ist es ein längeres Mäh, weil er seinen Schnulli verloren hat. Dann stehe ich auch auf und gebe ihm seinen Schnulli wieder. Er ist halt ein Schnulli-Liebhaber. Er spuckt es irgendwann aus und schläft einfach so weiter. Wenn er aber noch nicht so richtig in seinem Tiefschlaf, haben Babys ja sowieso nicht, aber bis er so richtig schläft, kann es dann auch mal passieren, dass er dann wach wird und seinen Schnulli halt eben wieder verlangt.
Genau. Gell, Baby? Jetzt hat er auch gerade wieder die Augen aufgemacht, sich kurz so mit den Händen gestikuliert und dann wieder, bupp, eingeschlafen. Und wenn er halt was mit den Händen macht, dann schaue ich halt immer, ob er nicht irgendwie dann irgendwas über sich zieht oder so aus Versehen. Wie auch immer, auch wenn er auf dem Tuch drauf liegt, dass er da irgendwie drunter greift oder wie auch immer. Ich bin da momentan noch so ein bisschen nicht ängstlich, aber ich schaue halt einfach, dass da halt eben nichts ist. Genau. So, Dele, jetzt aber genug gequatscht, genug geupdatet. Oh mein Gott, die Uhr zeigt schon wieder so viel an. Sorry, aber ich habe jetzt euch ein paar Sachen erzählt, die jetzt abgegangen sind. Und ich glaube, dass ich mich dann wahrscheinlich morgen oder übermorgen bei euch melde. Ich werde euch auf jeden Fall erzählen, was jetzt bei der beim Raum von der Kirche rausgekommen ist. Und natürlich auch bei der Taufe. Genau. Ja, und dann würde ich sagen, ich melde mich einfach wieder bei euch. Also macht's gut, ihr Süßen. Ciao, ciao.